Recht herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Die Bedingungen sind leider nicht ganz optimal, denn hier regnet es seit Stunden. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und wir zeigen Ihnen am heutigen Tage eine Partie aus dem DFB-Pokal. SC Paderborn gegen Schalke 04. Für beide natürlich die große Chance, Wolf. Beide wollen eine Runde weiterkommen. Einfach wird das nicht. Ein offenes Duell. Alles möglich. Und von daher glaube ich, das wird eine spannende Partie. Die Nummer 13, Sebastian Schomler. Die Nummer 29, Jamilu Kallens. Und jetzt bekommen wir hier die Aufstellung der Paderborner eingeblendet. Sie treten heute in 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Wenn wir uns die letzten Jahre von Schalke ansehen, Buschi, dann fallen einem da viele Begriffe ein. Aber konstant ist nicht dabei. Eigentlich, Wolf, stehen die Zeichen ja alle auf Aufschwung. Stimmt sehr viel. Ich glaube ja, das ist so ein Club, wo eigentlich nur Kleinigkeiten fehlen. Und los geht's hier also im deutschen Pokal. Jetzt zählt nur noch auf dem Platz, Buschi. Könnte ein echter Pokalfight werden, Wolf. Mal sehen, wie sie ins Spiel kommen. Ja, geht gut dazwischen. Sven Michel. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Einwurf, der Ball war draußen. Gefährlich. Gute Aktion. Sieht durchaus vielversprechend aus. Kann er was draus machen? Der Ballverlust. Der Ball ist weg. Das könnte die Führung geben. Da haben sie das Tor. Und es fällt nach diesem unglaublichen Pressing. Sie stehen extrem hoch. Sie gehen drauf. Zeigen wieder mal ihr ganzes Können. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Er spielt den Pass auf den Flügel. Gibt jetzt Einwurf. Sieht gefährlich aus. Ja, klasse Pass. Er kann es machen. Noch ein Tor. Was für ein Lauf. Da dürfte der Trainer bedient sein. Sie haben zweimal nicht aufgepasst und beide Male kassieren sie ein Tor. So machst du dir in wenigen Minuten ein ganzes Spiel kaputt. Aber auch zwei richtig gute Angriffe, das darf man nicht unterschlagen.
Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Die Nummer 11, Sven Michel. Super dazwischen gegangen. Sebastian Vassiliadis. Guter Zweikampf. Guter Pass. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Das könnte gefährlich werden. Sven Michel. Und jetzt die Chance. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore. Eine Weltklasseleistung. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann ist ja klar, wenn er so an den Ball kommt, dann musst du mit dem Treffer rechnen. Diese harten Flachschüsse, die hat er drauf. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Holtby. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Sebastian Vassiliadis. Weiter geht es mit einem Einwurf. Bart Ramselaar. Schalke jetzt über außen. Jetzt vielleicht. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Da ist die Flanke. Gute Hereingabe, vielleicht die Chance. Ja, den hält er natürlich. Also Wolf, aus der Distanz musst du eigentlich mehr draus machen. So ist es kein Problem. Da kommt die Ecke. Schöner Versuch hier nach der Ecke, nur nicht präzise genug. Ganz knapp, eine richtig gute Gelegenheit. Holtby. Ibišević. Ah, sie verlieren den Ball. Klasse Pass. Die Mitspieler bieten sich an. Ball in Seitenhaus geklärt, sie bekommen den Einwurf. Ibišević. Holtby. Bart Ramselaar. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Weg ist der Ball. Da wäre Platz für den Konter. Gefährlich. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Ibišević. Sebastian Vassiliadis. Jetzt haben sie den Ball verloren. Sven Michel. Den Ball holt er sich.
Und da ist der Ball wieder weg. Es sieht hier natürlich alles andere als gut aus in diesem ersten Durchgang, Buschi. Wie siehst du die Partie im Moment? Schalke ist nur ein Schatten seiner selbst. Immer wieder diese Schwächen, diese Unaufmerksamkeiten. Ob sie das noch abstellen können? Also sie brauchen irgendwie so ein Hallo wach. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Klasse Chance jetzt. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Luis Holpi. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. Richtig gute Partie heute von ihm. Über ihn läuft vieles heute. Das ist ein klasse Auftritt. Und einen Treffer hat er ja auch schon vorbereitet. Der zweite Durchgang läuft und wir sind gespannt, wie sich dieses Pokalspiel weiterentwickelt. Hauptsache, es geht unterhaltsam weiter. Ein Pass mit viel Auge. Das könnte vielleicht was werden. Das Tor! Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Das dürfte eine ziemliche Kabinenpredigt geben. Da dürfen sich die Spieler auf einiges einstellen. Wir sehen ja, er brodelt. Der Spieler scheint Probleme zu haben. Wohl eine leichte Blessur. Ja, jedenfalls nimmt ihn der Trainer jetzt hier runter. Wahrscheinlich, um eine schlimmere Verletzung zu vermeiden. Sie liegen deutlich vorn. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Schöne Aktion. Einwurf. Da oben, der vorne den Ball. Er schießt. Schuss kommt nicht durch. Die Chance jetzt. Niemand kommt an den Ball. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Den Ball holt er sich, hat da genau gewusst, was er vorhat. Der Angriff könnte was werden. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Klasse Aktion, Ball ist weg. Bart Ramsela. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da ist jetzt Platz. Hereingabe in die Mitte. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Jetzt wird's gefährlich. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil,
Jetzt doch noch verspätet, Gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Jetzt kommt hier der Wechsel. Bart Ramselaar. Schönes Anspiel. Gute Aktion. Gute Aktion. Sie drängen nach vorne. Guter Aufbau. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Da kommt die Ecke. Da können sie erstmal klären. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Schrebski. Ball kommt rein. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Er überzeugt heute als Passgeber. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Erneut so ein hervorragender Pass. Den Ball kann er abfangen. Correa. Sebastian Vassiliadis. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, sie können erstmal klären. Jetzt geht er runter. Eine überragende Leistung heute von ihm. So, Ecke kommt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Holtby. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das muss es sein. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Einwurf Schalke. Und Ballverlust. Anspiel kommt gut. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Da könnte was entstehen. Der Angriff könnte was werden. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Sebastian Vassiliadis. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Gleich ist das Spiel aus. Das wird ein verdienter Erfolg. Sie waren über weite Strecken die bessere Mannschaft. Jetzt haben sie den Ball wieder. Ganz energischer Einsatz. Klasse Aktion, Ball ist weg. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Vom Flügel zieht er jetzt nach innen. Ball ist wieder weg. Super Tor, Innenpfosten und dann rein. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben.
So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und das war's nun für heute. Sie sind also weiter. Sie ziehen in die nächste Runde ein. Also, wer sich hier durchsetzen würde, das stand eigentlich schon länger fest. Sie hatten dieses Duell im Griff, war ein starker Auftritt. Der Ball verloren.